overlooked, now they paying to see me. I'm starting at 400,000. Yeah, I'm a little baby, but I'm grown as fuck, so nobody gonna play me like I'm a little child. I had to get out of. Servus Leute, herzlich willkommen zum nächsten Stadion-Vlog. Heute ausverkauftes Haus gegen den HSV fürs Kleeblatt. Ich bin gespannt. Mein Tipp ist auf jeden Fall ein 2:1. Ich glaube, heute zeigen wir Reaktionen. Die letzten Spiele lief es ja leider nicht ganz so gut. Gestern war ich noch bei der U23. Da hat die U23 das Franken-Derby gewonnen. Also doppelter Derby-Sieger. Mal wieder ein 2:1 fürs Kleeblatt. Ich glaube, ich blende jetzt kurz eine kleine Szene ein. Und dann bin ich auch gleich schon auf dem Weg zum Stadion. Hier hat einfach Musiala vor ein paar Jahren noch gespielt. Fürth gegen Bayern U17 und U19. Und jetzt Champions League, Nationalmannschaft, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, alles erreicht. Wir haben noch ungefähr eine Stunde Zeit, bis das Spiel losgeht. Ich muss jetzt gleich schauen, weil ich kein Datenvolumen mehr habe, ob ich irgendwo von jemand Hotspot bekomme am Stadion. Vielleicht kennt irgendeiner die Videos. Und dann schaue ich mal, ob ich euch dann die Aufstellung zeigen kann. Ich hoffe, Stories gehen durch, weil ich muss ja meinen Tipp abgeben. Also wir sind drin im Stadion. Jetzt haben wir noch ungefähr 20 Minuten, bis das Spiel losgeht. Ich sag, das wird heute ein 2:1 fürs Kleeblatt. Erst 1:0 durch Sieb und 2:0 durch Rigota. Dauerkarte ist einfach kaputt, aber fürs Reinkommen ins Stadion hat es dann doch gereicht. Ich hoffe, die zerfällt nicht, bis die Saison vorbei ist. Ich muss noch reinkommen gegen Schalke und gegen andere Teams. Und ja, leider ist ja heute wieder das Spiel an einem Sonntag. Getränkeladen hat zu. Ist dann keine Fanmenge am Getränkeladen, mit dem man sich treffen kann heute leider. Deswegen vermisse ich seit einigen Spielen. Aber nächstes Spiel müsste Freitag gegen Kaiserslautern sein. Da wird viel von Lautern kommen, glaube ich. Und da wird dann auch wieder gute Stimmung sein. Freitagabend hat, glaube ich, jeder Bock. Aber ja, heute müssen wir dann erstmal gewinnen. Dann geht's nach Düsseldorf und dann ist es soweit. Ich hätte gesagt, wir sehen uns gleich drin, wenn es heißt Scholz Bow. Leider erst von rechts nach links in der ersten Halbzeit auf die Nord. Mal schauen, wie oft wir hier treffen werden. Auf Philipp Müller bin ich heute besonders gespannt. Und hier noch die Startelf für euch. Außer Philipp Müller, Petkoff und Gieselmann keine Änderungen. Wie ihr wisst, wir haben das Derby 2:1 gewonnen. Gestern die U23 und das ist ja auch heute mein Tipp. Ich hoffe auf jeden Fall, dass der Tipp richtig ist. Wir müssen eine Reaktion zeigen. Heute wird es wieder Zeit. Komm, lauf, Junge! Okay, ausverkauft wohl nicht ganz, wenn der Platz neben mir hier frei ist. Wir sind gut im Spiel. Man merkt, Philipp Müller muss zum Beispiel noch reinkommen, aber die ganze Mannschaft ist voll da. Wir sind da, wir machen gleich die Chancen und vielleicht das Tor dann auch. Oh ja. Komm, mach was. War die Aktion nicht eigentlich hier? Naja. Ich realisiere gerade, dass Robert Glatzel gar nicht dabei ist. Gut für uns wahrscheinlich. Leider ist die Chancenverwertung bei Petkoff aktuell überhaupt nicht gut. Aber der hat jetzt keinen guten Lauf, aber hätte er schon machen müssen auf jeden Fall. Karte für ein IV von HSV. Ich habe das Gefühl, der kriegt noch gelb-rot im Laufe des Spiels. Ole! Thank you.
HSV hätte eigentlich einen Platzverweis bekommen müssen. Stattdessen bekommen wir eine gelbe für eine angebliche Schwalbe. Der ist aber direkt wieder aufgestanden. Man sieht es auch im Video. Jetzt aber, komm! Tatsächlich lange nichts für uns passiert. Jetzt hätten wir es fast gemacht, aber wir haben den HSV unter Kontrolle. Halbzeit 0-0. Also Halbzeit 0-0. Wir haben hier den Tobi, den kennt ihr ja schon. Dann Niklas, Jason. Was meint ihr? Wie geht's aus? Ich sag, es wird doch ein 2-0. Ja. 2-1. Okay, 2-1. Das war ja mein Anfangstipp. Ich habe so das Gefühl, HSV wird heute kein Tor machen. Tobi, dein Fazit? 2-1. Auch 2-1, okay. Dann drei Leute 2-1, einer 1-0. Alles ein Sieg, nehmen wir alles mit, so wie es kommt. Dann hätte ich gesagt, viel Spaß bei der zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Spot schon kennt. Hier das Tor. Vielleicht lassen die mich ja rein, soll ich mal nachfragen. Ja! Jawohl! So schnell kann es gehen. Wir hatten ja eigentlich den HSV gut im Griff, hatten unser Spiel gut unter Kontrolle. Aber leider das Tor kann Obig nicht halten. Erinnert mich ein bisschen an Magdeburg. Aber da war es nicht so bitter, weil es nicht in der 90. gefallen ist. Aber trotzdem brauchen wir jetzt schnell den Ausgleich, dass wir in unserem Rhythmus auf jeden Fall drin bleiben. Starkes Spiel von Philipp, muss man sagen. Von den Herstellungen der Sparkasse 5. Komm, mach was draus! Ja! Bei uns geht leider nicht mehr viel nach vorne. Wir haben auch nur noch 20 Minuten. Aber jetzt kommen Srebeni und Lemperle. Ich denke mal für Sieb und Petkov. Heute fallen einfach die Tore des Monats. Konzbruch verdient es 1-1, wir sind wieder da. Jetzt noch das 2-1, dann habe ich mit dem Tipp recht. Mit den Torschützen zwar nicht, aber das ist mir dann komplett egal. Hauptsache, wir holen noch den Sieg nach Hause. Konzbruch! Mach was!
die Nachspielzeit läuft. Wir sind gerade am Drücker. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir gleich das Ding reinmachen können. Dann stimmt mein Tipp. Ich hoffe es, weil Sieg wäre wichtig, dass wir die 40-Punkte-Marke auf jeden Fall auch erreichen können. Ausgegangen. Ich glaube, damit kann man leben. Dafür, dass wir aus 7 Spielen 6 verloren haben, ist eine gute Reaktion und deswegen auf jeden Fall guter abschließender Punkt am Stadion. Und ich melde mich dann gleich nochmal draußen zum Outro. Aber auf jeden Fall kann man mit dem 1:1 zufrieden sein. Also wir sind jetzt doch noch am Stadion und drehen das Outro. Wir haben hier 4 Jungs getroffen. Was sagt ihr zum Spiel? War gut. Ja. Spannend. War schon eine gute Reaktion auch, oder? Auf die 3 Niederlagen. Sehr gut. Zweite Niederlage. Und nächste Woche Düsseldorf, was denkt ihr? 2:1 sagen wir nicht schwer, aber ist wie verwirrt. Auswärtssieg? Ja. Ist perfekt. Wart ihr mit? Ich probiere vielleicht. Also, ihr habt's gesehen. Die Fans sind auf jeden Fall zahlreich dabei. So, und damit bin ich auch schon zu Hause angekommen. Mit dem Punkt kann man definitiv leben, wie ich schon gesagt hatte. Und hat mich auf jeden Fall auch gefreut, wieder einige von euch zu sehen. Und ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall beim nächsten Heimspiel auch alle dabei seid. Schreibt mir gerne auf Insta immer, wenn ihr da seid, weil freut mich immer wieder, welche von euch zu sehen. Und dann könnt ihr auch gerne rein in den Vlog, wenn ihr mich fragt. Und da hätte ich gesagt, danke fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr schaut auf Insta und TikTok vorbei, da kommt ja auch noch ein Vlog. Und da hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal gegen wahrscheinlich Kaiserslautern.